Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Shooter und ja, jetzt müssen wir hier an dieser Stelle mal ein bisschen Ordnung schaffen. Sieht ja recht wüst aus, was hier so alles rumsteht. Und dann müssen wir ein bisschen was abreißen erstmal. Und dann, wenn wir dann hier den Platz sozusagen für uns dann gesichert haben und wissen, was wir hier wollen, dann können wir weitersehen. Wo ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe, ist, wo ich das ganze Material hinschmeiße, was da hinten in dem einen Container drin liegt. Da bin ich mir noch unschlüssig. Irgendwie 1000 Signale und irgendwas hingebaut, ne? Mann, Mann, Mann. So, huge. Also, ja, da sind irgendwie Signale, sind da glaube ich über. Alles, was da so blinkt, kann ich glaube ich rausnehmen. Bin mir aber nicht sicher. Was blinkt denn weniger? So, so, das hier, es sieht auch irgendwie komisch aus hier, ne? Sehen wir auch noch wieder was wild blinkendes. Kann man auch mal wegmachen hier. Ist auch wild blinkend hier. Mann, 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 nee. So. Gut. Hier haben wir nämlich noch zwei Container mit Material, die mir jetzt gehörig im Wege stehen. Und ich weiß nicht, wohin damit. Da habe ich so gar keine, ach so, ja, so gar keine Verwendung für. Aber da ist Glas drinne und da ist das drinne. So, jetzt könnten wir ja mal ganz kurz, ne? Kurz gucken, hier brauche ich kein Glas für. Auch kein Glas für Solarzellen. Da brauchte ich mal Glas für. 6 elektronische Schaltkreise, Small Solar Panel und Large Solar Panel. Ist die Frage, passt hier so ein Large Solar Panel da dazwischen? Mach mal eins. Noch ein bisschen Kupfer. Welchen Kupfer brauche ich? So. Machen wir mal ein so ein Large Solar Panel. Dann gucken wir mal, ob das dazwischen passt. Weil dann würde ich nämlich sozusagen unsere Strom Herstellung noch ein bisschen erweitern und würde dann halt eben immer mal so Large Solar Panels hier dazwischen setzen. Das sind hier sozusagen dann immer ein paar von den Panels dazwischen stehen. Machen wir mal eins. Wie groß ist denn das? Passt da genau dazwischen. Das sieht ja ideal Standard aus, aber es passt nur eins dazwischen. Da passen hier zwei dazwischen. Und ein zweites machen. Wenn hier so zwei dazwischen passen, könnte sein, dass die gerade genutzt wird, zwei dazwischen passen, ne? Der geht bis dahin. Ja, ja, die passen dazwischen. Und dann könnte ich das nämlich mal einmal sozusagen dann einmal durchpflastern. Und dann müsste ich hier bloß eine Produktionsstätte machen, die uns die Dinger hier massen produziert. Und dann hätten wir sozusagen Solarstromherstellung auch noch mit dabei. Ne? Das fällt jetzt hier noch nicht auf. 60 Kilowatt ungefähr. Aber was wir haben, das haben wir. Und sagen wir mal, der Platz ist dann einigermaßen genutzt. So, dann nehme ich jetzt, müssen wir mal eine Produktionskette dafür aufbauen, ganz kurze. Das müsste ich ja eigentlich, theoretisch müsste ich das hier sogar noch dazwischen gebastelt kriegen, ne? Ne, Kupfer habe ich hier nicht. Habe ich keine Kupferplatten. Kupferplatten habe ich ne, habe ich drüben auch nicht drin, ne? Oder? Gehen die irgendwo tiefer durch? Ne, die gehen bloß bis da ran, ne? Das ist wieder das Problem. Aha, aha, aha. Erkannt, erkannt, erkannt. Das ist markant. Verdammt blöd. So, okay. Na gut. Den müssen wir das hier machen. Ist ja auch kein Problem. Kennen wir ja schon. Ist ja nicht so nicht neu, dass wir hier was hinferkeln. Ab und zu nuckt die Jase. Mhm. Jawohl. Genauso ist das, Meise. So. Ich will hier Large Solar Panels machen. Brauche ich das für. Dann will ich hier auch Large Solar Panels machen. Brauche ich das für. Dann brauche ich da eine Eingangskiste. Eingangskiste Nord, Ausgangskiste Süd. So. Einmal da rein. Oder packen wir zweimal da rein. Oder machen wir drei Eingangskisten hier. Komm, wir machen drei Eingangskisten, eine Ausgangskiste. Aber die machen wir natürlich dann als Lagerkiste. Legen wir die an. Die dann den Logikfilter große Panels kriegt. Die Nase juckt immer noch. So, rauslegen.
Und zwar kannst du dir von da holen oder von da holen. Mir egal. So. Und dann machen wir hier Kiste, 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 Kiste. So, dann machen wir da noch Strom dazwischen. Plopp. Hat sogar Strom. Sehr gut. So, wir brauchen Kupfer, Stahl und grüne Chips. Ja, dann geht der alte Mann jetzt mal los. Warte mal, mach erstmal die Logistik aus. Sonst wird es wieder schwierig. So, und dann holen wir uns erstmal grüne Chips. Haben wir hier oben, ne? Sollte es hier eigentlich Massen geben. Kann ich aus dem hinteren Bereich herausholen, da hält ja sowieso keiner an, weil der momentan noch begrenzt ist auf 2. Zack, mal grüne Chips. So, dann werden wir da mal etliche Solarpanels bauen und dann müssen wir gucken, dass wir die hier überall dazwischen gesetzt kriegen. Dass es dann einigermaßen schön aussieht überall. Und wir dadurch sehr, sehr viel. So, so ungefähr. Da ist das halbwegs ganz gut geteilt, glaube ich. Da sind 3 Kisten frei. Ja, ja, passt. So, dann holen wir Stahl. Das müssen wir jetzt mehrfach holen, ne? Erstmal nicht weiter schlimm. So, eine Reihe, eine Reihe. Dann holen wir Kupfer. So, machen wir erstmal das fertig. Hätte ich gedacht, ich habe eine Verwendung für mein ganzes Glas, was ich habe, aber da brauche ich noch nicht mal Glas für. Schön an der Sache ist, ich werde die ja sowieso nur einmal alle wieder modernisieren, ne? So, und jetzt wird hier fleißig produziert. Rubbel die Cats am Borsigplatz, da geht's los. Und dann kommen hier gleich hoffentlich. Ja, dauert ein bisschen, die brauchen ein bisschen, die Hersteller hier. Wie viel brauchst du denn da, wie viele Materialien? 24 Schaltkreise, alten Falten. Das ist natürlich gar nicht mehr so billig. Gut. So, dann wollen wir dann mal hier die ablegen wieder. Die will ich mal in eine Lagerkiste legen hier. Damit die Kisten auch zur Verfügung haben hier. So, nehmen wir den nächsten Bein nochmal mit. Und dann machen wir da mal so ein Dings fertig und dann gucken wir mal, dass wir dann hier mal eine Straße so ein bisschen voll bauen damit. Also es ist ja immer bloß so ein kleiner Bereich, der damit geht. Ne? Da, wo die Kreuzungen sind, geht es ja natürlich noch weniger als da, wo sie nicht sind. Aber da, wo sie sind, können wir natürlich jetzt hier die Solarpanels. Wo sind sie denn? Archie-Large. So, und dann müssen wir natürlich auch noch die Strommasten mitnehmen. Sonst wird das nichts für uns mit uns hier. Das heißt, es wird auch der Strommastenverbrauch enorm erhöht. Aber gut. Was so ist, ist halt so. Sehr wie bei der Bahn. Die haben ja das, glaube ich, auch so, ne? Dass sie da sehr viele Solarzellen neben ihren Schienen haben. So, dann können wir das hier einfach nehmen und dann da ansetzen. Nee. Aber wieder Schienen mit drin haben, ne? Ich mache ein Copy. Muss ich die Schienen rausschmeißen? So, dann müsste das eigentlich universell einsetzbar sein. Dass ich das jetzt hier überall so draufsetzen könnte. In den Bereichen, wo es geht. Und dann haben wir die ersten Stellen, wo wir auch Solarenergie herstellen. Da passt es nicht. Das ist irgendwie eine Lampe im Weg, oder?
die Lampe im Weg. Genau, wo ist dein Weg? Oder bin ich jetzt zu hoch? Ach, hier, das ist ja das Stück, wo ich sowieso schon so ein, diese Merkwürdigkeiten drin habe. Weil ich da dann drüber gebaut habe mal. Na dann. Und zack, da sind die nächsten Solarpanels schon gelegt. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So. Ja, dann wird ja sowieso das mit dem grünen Netz hier, mit der Lampe, das ist ja sowieso so eine Sache. Da weiß ich immer noch nicht. Da war ja noch ein Fehler drin. Gut, dann haben wir das nämlich jetzt auch zumindest schon mal so weit hier durchmodernisiert, wie wir es gerne haben wollen würden. Ja, mir ging es halt wirklich um die Möglichkeit dessen, dass wir jetzt da auch Solarstrom haben. Wollte ich ausprobieren. Da habe ich ja schon mal von geredet, dass ich das mal machen möchte. Und jetzt ist es soweit. Auch schön. So, und jetzt müssen wir uns eine Stelle suchen, was wir mit dem Zeug hier machen. Weil in die Müllhalde kriege ich das nicht mehr. Da passt es nicht rein. Ich habe geguckt, die Müllhalde ist voll. So, heißt also, ich müsste entweder eine zweite neue Müllhalde machen oder ich müsste mir halt eben, irgendwo die Container hinstellen. Dass ich die, dass ich das immer weiß, dass dann ein Container ist das da ungefähr. Und den werden wir uns einfach hier hinstellen, in die Ecke. Da renne ich so oft dran vorbei. Den sehe ich immer wieder, dass ich weiß, dass da quasi jetzt das Material drin ist. Das Problem wird sein, wenn ich dieses eine Material da hinten brauche, kann ich es da jetzt erstmal nicht hin transportieren. Ach, das kotzt mich ja als nächstes an. Warte mal, nee. So nicht. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich dann eventuell das hier irgendwo anbieten kann oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin selber nicht glücklich mit der Situation oder mit der Entscheidung darüber. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich da nicht zwingend glücklich drüber bin. Aber naja, gut, willst du machen. Haben wir jetzt erstmal so. Dieser dumme Zug genau in dem Moment daran. Ah, die ganze Zeit gucke ich nach dieser Scheiße, ob da ein Zug kommt immer. Nicht mehr, ja, hier auf dem kurzen Stück kommen, da fährt er kaum einen Zug. Selten einer zu sehen auf dem kleinen Stück. Ach Mann, ey. Wie dumm. Unglaublich dumm. So, das ist auch dumm, dass ich die mitgenommen habe. Mann! Wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Da 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 da. Ist das immer noch was drin? Nee. Doch. Scheiße. Muss ja. Oh Gott. Wie viel Glas wir produziert haben? Oh nee. Naja, gut. Gucken, ob ich hier nochmal drauf gehe. Achso, sind wir erst von oben. Oh, na gut, dann ist es halt nicht sortiert. Nicht hundertprozentig sortiert. Das war so dumm schon wieder dieser Tod, ne? Oh, Mann.
Ja, das sind nur bloß 100er Stacks, das ist beim Glas das Problem, glaube ich. Ich habe auch 30.000 Glas drin, ja, das sind 300 Stacks, oder 30 Stacks, ne? Ja, komm. Wollen wir hoffen, dass der Kanister hier ausreicht. Theoretisch hatte ich mir das so ausgemalt, dass der ausreicht. Wie haben wir hier noch drin? 48 und dann haben wir noch 231. 131 plus 48 sind weniger 200. Passt alles rein dann. So, was haben wir denn hier noch? Zack, einmal Glas, bitteschön. Zack, noch einmal Glas, bitteschön. Ja, naja gut. So stirbt man halt vor sich hin. Immer wieder der gleiche Mist. Und ich ziehe jetzt etliche Materialien raus, die eigentlich im System schon mal zur Verfügung standen. Das ist auch Mist, aber ich mache es jetzt trotzdem erstmal. Aber wir haben unseren ersten, sagen wir mal, 1,2 Megawatt haben wir jetzt, ach nee, hier unten, 6,8 Megawatt haben wir jetzt aus Solarpanels schon. Ja, ist doch schön, oder nicht? Das können wir ja schon richtig viel mit betreiben. Auf jeden Fall hilft uns das, wenn wir das hier wirklich alles mit Solarpanels voll bauen können und auch bauen. Das hilft uns natürlich bei allen anderen Sachen, wenn wir jetzt mal Energieprobleme kriegen, weil unten wieder irgendein Blödsinn voll läuft, weil irgend so ein Baumeister der Meinung ist, er hat es im Griff und kann es trotzdem nicht. Entschuldigung. Ja, manchmal ist es halt wirklich so. Also, ich bin auch kein Böse, der mir vorwirft, dass ich manchmal sehr kompliziert baue oder sowas. Das ist halt so. Werde ich auch nicht mehr los. Ist dumm, aber ja. Ne? Hier müssen wir jetzt sowieso gucken, ob ich hier den Bahnhof da so dran kriege, wie ich ihn dran haben will. Aber das wird gleich das nächste lustige Ding. Und dann wird es interessant, wie wir dann das hier alles so hinkriegen, was ich da so alles noch drin bauen möchte. Dass wir hier so schön Solar machen können. Und damit denn hier ein bisschen Energie losgeht, damit hier etwas verbraucht wird. So, wir brauchen jetzt hier, und damit ich das schon gesetzt habe, Babybuch, brauche ich jetzt, nee. Nee. Oh, warte mal, doch den brauche ich mir. Eigentlich bräuchte ich den. Ist der schon? Ja, der ist der, das ist der, den ich... Was ist das für einer? Ich habe das mal keinen Namen dran geschrieben, haben wir Idioten. Oder ich Idiot. Den brauche ich, ne? Aber den wollte ich modernisieren zu dem. Genau. Den mit denen brauche ich. Ja. Der ist modernisiert. Ja. Den mit den Ohren brauche ich. Gut. So, okay. B. Den mit den Ohren brauche ich. Aber in modernisierter Form. Also nicht in der Form. Obwohl das auch relativ schnell ist. Relativ schnell das Material dahin bringt, wo es hin soll. Die Form ist obsolete. Die andere Form habe ich noch nicht gebaut. Und nicht in meinem Buch hier dabei, ne? Nee, das ist das Ding. Ja. Genau, noch mehr drin. So, ich bräuchte quasi jenen Bahnhof hier. Das war nicht. Gut. Ich bräuchte den mit den Ohren, ne? Kann ich eigentlich bis. Ja, bis da kann ich eigentlich nicht ran. Copy.
Aber ja, mache ich einfach mal. Bin ich doof. Ein bisschen zu viel mit drin, ne? Problem ist, dass ich hier auch die Knickangebote habe. Bahnhof Melze. Hat er eine Caps Lock gedrückt? So, für zwei Rohstoffe und hier unten fehlt ein. Ah, oh, hier unten fehlt jetzt ein Förderband. Vielleicht nicht weit genug nach unten gegangen. Ja. Egal, nehmen wir erstmal. Bauen wir erstmal hin, dann reparieren wir es und dann machen wir neu. So, gut, alles klar, kennen wir ja schon. Immer wieder der gleiche Mist, den man macht. Mietet nicht. Wegen den Endstücken da. Okay, gut. Map. Na gut. Gut, gut, gut. Naja. Wenn es denn daran hapert, hapert es daran, ne? So ist das manchmal, ne? Kommt ihr sowieso halt weg. So, gut. Okay, das kann gebaut werden dann hier einmal. Dann müssen wir hier, also hier mal die Dinger noch. Okay, da müssen wir dann die richtigen Rohstoffe drauflegen. Und hier müssen wir nochmal dieses Förderband langlegen, weil wir das vergessen haben mit zu kopieren. Aber sonst geht's schon mal. So. Dann haben wir jetzt hier unsere Bahnhof Schmelze. So, dann kommt der Schmelzenanteil. Kann ich den einfach so spiegeln? Den müsste ich ja schon im Buch haben. B. Die Schmelzen mit Förderband. Was ist da? Wir müssen es gleich auf der ganzen Breite. Was habe ich denn da wieder gemacht? Wie ist noch der Bereich? Habe ich denn das wieder auf die ganze Breite gemacht hier? Das will den. Hatte ich ihn da vor, da war ich aber mutig. Okay. Hier habe ich nur die Schmerzen ganz klein. Das ist quasi generell immer der eine Ansatz. Das geht ja auch, ne? Hallo? B. So. Geht ja auch, das kriegt ja darin gebaut, ne? So. Zack, einmal da. Zack, einmal da. Zack, einmal da. Material. Da Material. Und da Material. So, okay, dann haben wir das. Müsst ihr drei Reihen sind, glaube ich, richtig, ne? Ja. So, und jetzt muss das mal. Die Dinger müssen dann da drüber kommen.
Und das könnte direkt da anschließen, ne? Das ist jetzt natürlich dann, warte mal, dann müssen wir hier mal jetzt Steuerung Copy. Dann würde ich das gerne so machen. Das Ding einmal so mitnehme. Rotieren lasse. So, jetzt ist natürlich, das Förderband sich nicht miteinander verbinden. Okay, da ist natürlich jetzt, dann muss man da eine mit erstmal rausreißen, okay. Stört hier jetzt gerade. Brauchen wir gerade nicht mehr. Tut mir leid. Ich hab gerade zu viel gebaut hier. So, jetzt mal wieder abruppen. So, alles entfernt. Na. So, gut. Das sieht gut aus. Ah, so, dann brauche ich jetzt genau die Dinger hier. So. Gut, dann setz mir mal. Habe ich so einen dabei? Zufällig? Nee, das ist irgendwas anderes. Das Ding ist das hier, ne? Ja. Setzen wir mal einen hier rein. Warum richtig rum? So aus, ne? So, und der soll mir Solder machen. Solder. Hier, da drauf klicken. Der soll das herstellen. So, jetzt brauchst du Solder. Du ahnst es hier nicht, das ist hier der Mist. Das kann ich ja gar nicht so machen. Dann wird das hier mein Stahlwerk. Geht jetzt erstmal hier. Beim Solar muss ich die Dinger ja doppelt bespaßen. Da muss ich ja beide Materialien drauflegen. Da muss ich ja. Ach, du ahnst es hier nicht. Stimmt. Na gut, aber okay, dann hätten wir das schon mal. Gut, dann wird das hier mein Stahlwerk. So, und jetzt müssen wir hier die ganzen Förderbänder quasi glatt rauskriegen, dass sie hier auf den Dings laufen. So, wir haben ja sozusagen hier den Bahnhof. Theoretisch. Den Ausgangsbahnhof, den habe ich da, ne? Ich muss mal das hier wegmachen. Das stört dabei bloß. Das könnte auch stören, so. So, dann machen wir jetzt den Ausgangsbahnhof habe ich hier. Aber nee, warte, den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon gesehen. So, war das hier? Nee, das war auch nicht. Hallöchen. Das war, da ist noch ein bisschen viel dabei. Okay, das können wir mal kurz bearbeiten hier. Das Stück brauchen wir nicht. Das Stück brauchen wir eigentlich auch nicht hier. So, bis dahin nicht. Das brauchen wir nicht. So. Gut. Aber irgendwie, naja, wir gucken mal, wie ich den da jetzt hinkriege und was ich da jetzt bauen muss. Oh Gott, wenn ich die Coolin-Produktion noch daneben haben will, dann früher oder später. Wasser muss ich auch noch besorgen. Naja, gut. Wir mal gucken, ob das da hinpasst, wie ich das mir vorstelle. Sollte aber eigentlich. Abholbahnhof Melzer. Irgendwas falsch geschrieben? Ah, bestimmt. Ja. Gut. Blaupause speichern. Wo sie denn jetzt nie kommen? Scheiße. So, und wenn ich den jetzt hier mal rotiere und da reinsetze, dann sehen wir. Uiuiuiui, Tiffy. Viel Platz ist da nicht mehr, ne? So. Aber. Das soll uns jetzt immer ja nicht so doll stören hier. Wollen wir mal dahin? Warte mal, ich muss mal ganz kurz den. Ich glaube, den kann er nicht setzen, ne? Aber den lutsche ich da trotzdem erstmal raus. Ich lutsche ihn erstmal raus da. So, gut. So. Gut, jetzt sehen wir aber, dass der hier ganz schön viel Platz verbraucht, den wir eigentlich gar nicht haben. Obwohl, die Wasserproduktion kann ich auch hier hinten machen. Das stört ja eigentlich nicht, ne? Eich hier drinnen, dann das Wasserleitung darüber legen. Das geht. Ich weiß noch nicht, ob ich hier eine Coolin-Produktion später noch mit hinkriege.
In ausreichender Menge. Also das sieht ja schon mal ganz gut aus, aber ich brauche das ja erstmal nur ab hier und dann muss ich da den... Muss die ganzen Förderbänder da rauskriegen, ist ja nicht so einfach, glaube ich. So, das ist ein 6 auf 4 gewesen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Sollen wir bei dem Balance nochmal reingucken? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde voll. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.